Majors gerechtem Zorn, wo wart ihr so lange? Ich habe schon zwei weitere Leute zum Hafen geschickt, um zu sehen, wo ihr bleibt. Was bei allen Dämonen hat euch so lange aufgehalten? Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt Herrn Regolan umgehend zum Lagerhaus bringen. Halt einmal um Zorn. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Es geht weiter. Wir haben jetzt ein Part. Uns nach vorne unserem Rennkrischen haben ein kleines Treffen belauscht im Zuge der Nebenaufgaben zum Krieg der Handelshäuser und ja. Ich bin nämlich schon gesagt, wie am Ende Part, letzte Part gesagt, aufs Knie rausgeschlichen. Und ja, halt einmal noch im Zorn. Es ist meine Schuld, dass wir uns verspätet haben. Ich wollte mich noch etwas entfernt umschauen, bevor ich in der Bitte meines Vaters nachkomme. Ich muss wissen, worum es genau hier geht. Wir konnten erfolgreicherweise gleich einige wichtige Dinge herausfinden. Na so, jetzt muss ich mich für meinen Auftritt entschuldigen, Pilgrim. Schon gut, ich habe es mir nicht zuerst genommen. Gut, dann wäre ja alles geklärt. Besser, Pilgrim, lass uns da gleich zu meinem Vater aufbrechen. Ich habe einiges mit ihm zu besprechen. Sehr gut, Herr Störerband, hier ist euer Lohn. Verzeiht mir mal meine anfängliche Ausfälligkeit. Ich danke euch. Sehr gut, ich werde eure Dienste sicherlich noch auf der benötigen. Seid also gut, schau ab und zu euch hin vorbei. Da fällt mir auch ein, Schild zum Tor nach, wo man es haben könnt ihr behalten. Hier, ich brauche ihn ja doch nicht mehr. Wir sehen uns später. So, wir holen jetzt mal unsere Gruppenmitglieder ab. Was haben wir hier eigentlich noch offen? Logischerweise Gartenplage. Das ist meistens das hat Dukan und Schwackalisierte, ja, nur Sachen, die wir jetzt nicht direkt abschließen können. Gartenlage könnten wir jetzt auch schon machen, aber ich traue mich da irgendwie noch nicht so ganz ran. Weil es schon ein bisschen härter ist, die Quest. Also die härtesten Kämpfe des ganzen Spiels sind damit verknüpft. Und Leute, dass sie schon sucht wie er hält, also es ist halt eine fiese Falle. Gut, wir holen wir meine Leute, also muss ich mal ganz kurz zum Nasreddin, den haben wir ja letzten Part gekauft gehabt für 200 Dukaten. Ziemlich teure Angelegenheit, aber wir haben die Hälfte davon wir allein durch das Abkauft werden von Störerpanzer zurückbekommen. Deswegen war das kein großes Problem. Was da in den Kesseln brodelt. Dieser Baum ist unübersicht. Sein Schatten weiß, wie oft das Zeug schon gebrodelt hat. Und das Reddin müssen wir erstmal finden, das genau noch steht. Muss ehrlich sagen, ich hatte den in meiner Playlist noch nie gekauft. Und dann steht er. Aber zur Vollständigkeit habe ich es getan. Min Fadlak, womit kann ich dienen? So, da zeige ich euch wenigstens mal kurz, was er alles hat. Talentmäßig, Selbstbeherrschung hat er ganz gut, Fallen Schärfen kann er natürlich auch, aber sonst hat er nichts groß, er könnte Wunden vielleicht noch. Sonst hat er talentmäßig nicht so gut, er ist vor allem in Dolchen sehr gut und in Bogen. Hat daher auch ein paar Fernkampffähigkeiten schon. Auch ein paar Dinge hat auch ein paar ziemlich effektive, also ziemlich gute Nahkampffähigkeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich finde trotzdem, er ist so, du kannst auch keinen Verwerter, bräuchte er mehr Talente, wenn er noch mehr so Schlösser knacken oder sowas hätte. Mehr in die Richtung, weil er hat eigentlich eine hohe Fingerfertigkeit, deswegen. Und ja, er hat einen Kompositbogen und er hat auch seinen eigenen Dolch. Ja, aber ich will ihn nicht mit in der Gruppe haben. Er ist eigentlich auch ein ziemlich guter Kämpfer, aber Dolche findet man im Abenteuer ziemlich wenig und nur Dolche sind sehr gut. Deswegen, ja, Bogenschütze brauchen wir, wie schon gesagt, keinen. Aber, wenn ihr euch die Rüstung anguckt, 44311 plus Feuerfest. Sorry, da müssen wir den für ausziehen, weil es sind wirklich die besten. Wirklich die beste Rüstung, die man bekommen kann für einen Nichtkämpfer. Sieht er übrigens unter seine Dinge aus. Aber ich lasse ihn eben schon an. Und ich habe auch leider keine Ersatzklamotten für dich. Ja, okay, wir geben ihm lieber Klamotten. Komm. Den armen Kelly können wir ihn so halbnackt stehen lassen. Seine Rüstung beraubt. Also der Hauptgrund, warum man ihn vielleicht kaufen sollte, weil er halt seine Rüstung vor allem auch für Magier ziemlich gut ist. Mit so die beste Rüstung, die er für die Nicht-Rüstung, nicht in Metallmäßigen finden könnt. Und da kriegt das Captain nämlich statt Ferdok angezogen. Dann gebe ich ihm noch Soldatenstiefel. Ja, aber Kell. Den Kompositbogen kann er auch mal der Golaner abtreten. Gemein, lassen wir jetzt einfach mal alles. Hier zieht ihr das an. Okay.
Okay, jetzt passt sich das in der blöde Hose. Da kriegst du halt Lederstiefel. So. Jetzt kann er wieder weg. So, meine Nachreden, wir werden dich nicht brauchen. Tai. Ja, das war's dann, das gesehen, wenn wir das ganze Abenteuer über nicht mehr sehen. Also Leute, auch den werde ich nicht enden, dass ich vorkomme im Phase. Ich hätte ihn anstatt vorkommen später mitgenommen vielleicht, aber vorkommen kann einfach besser zuhören aus der. Weil Dolce ich war allgemein mehr Schaden machen als Dolce. Ist ja logisch. Den Bogen gebe ich mal der Rolana. Die Rüstung gleich die Kladdes gezogen, deswegen habe ich ihn abgenommen, die kommt nämlich die Kladdes. Ich nehme die Sache in die Hand. Nicht schwarzen Zwerg, aber Frauen dürfen es tragen, okay. Kommt nämlich die Kladdes von mir gespendet, weil das ist halt so die beste Rüstung, die wir für sie jetzt erstmal auftreiben können. Okay. Hier bitte sehr. 4-4-3-1-1 2-2 Fuller Panzer 3-3 auch ziemlich nice. Ist die Kleine sehr richtig gehustet hier. Jetzt fehlt die nur noch irgendeine andere Hose, aber ich glaube, die werden wir so schnell nicht finden. Das Coole ist, sie ist auch feuerfest, also sie ist auch immun gegen Feuer. Was sie halt noch bräuchte, wären... An die Schuhe würde ich auch gerne sehen. Da hat sie keine Fingerfähigkeit bei uns, nicht mehr. Da hat sie dann nur noch 13. Das sind so zwei, so hat sie auch zwei. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Du hast jetzt quasi das komplette Set an. Aber nee, wir lassen es so. So passt es, finde ich, auch ganz gut. Und ja, die sind nicht unbedingt besser, die Handschuhe. Da finde ich die Kombi mit den Fingerfähigkeitshandschuhen. Plus. Es passt irgendwie nicht so ganz zu ihr, das stimmt schon. Aber es ist aber die Pistole, die wir für sie jetzt mal auftreiben werden können. Deswegen, ja. Also dass sie noch zaubern kann. Ich würde aber ganz gerne. Also eine von den anderen kann, denke ich, kann ich auch keine jetzt gebrauchen. Ich würde aber ganz gerne noch eine andere Hose geben, die mehr dazu passt. Die dunkle Lederhose passt halt besser. Nicht genauso für Rüstungsschutz. Passt besser zum Outfit. Um mal ein bisschen modisch zu denken. Was habe ich die Hose hier reingetan? Lass das mal vor den, machen. Das Messer von dem Marketing können wir eigentlich auch mal rein. Okay, ja, Schulterschützer werden wir erstmal keine besseren für sie finden, weil da gibt es nur bessere, die halt Metall haben. Aber gut. Ich wollte alle mal hergehört. Amazone voraus. Wir können bei ihm mal wieder ein bisschen was maxen. Okay, hast du schon gemaxt? Gut. Das habe ich mir mal auf Bogen auf 10 gestellt. Jetzt können wir mal vielleicht mal den Bogen mal öfter benutzen. Den verkaufen wir. Oh, wir haben noch einen Säbel, den verkaufen können. Na klar. Ah gut, wir haben unser Team wieder. Bin gleich soweit. So, ich muss nämlich noch schnell mal einen Timer stellen. Hey, wenn wir schon mal hier sind, haben wir ganz schnell noch irgendwas, was ablegen könnten. Ja, die Eigenbär ist jetzt egal. Das bin ich. Okay, den Kurzbogen, das verkaufen wir jetzt noch und dann können wir uns der nächsten Quest widmen. Es gibt nur noch zwei Stück. Eine davon können wir, glaube ich, noch gar nicht machen, weil wir da Bogenbau 12 brauchen für, um die überhaupt zu bekommen. Ja, brauchen wir wirklich Bogenbau? Wir hätten die Quendala, die ist halt 11, ne?
Ich will die Quintale jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Ist was für diese eine Quest. Tut mir leid, ich muss mal ran. Für die eine Quest werde ich doch Quintale mal in die Gruppe holen. Da seht ihr die auch mal. Da muss die Klettes mal ganz kurz raus. Unwägbarkeiten des Schicksals. Oh, was gibt's denn? Och, das ist doch lang. Weil nur eine Elfe oder ein Bomber 12, die hat gar nichts. Amazone voraus. Da gibt's jetzt mal den Kompositbogen. Und logischerweise auch ein paar mal ein Stack Pfeile. So, ich zeige es mal ganz kurz. Sie hat Bogen 8. Da wäre sogar schlechter als eigentlich. Also sie war einfach Bogen, sonst kann sie nichts, wie ihr seht. Talentmäßig ist er halt ziemlich gut in den Tiertalenten. Heilkunde Wunden und Heilkunde Gift ist auch ganz gut. Bogenbar hat es auch 2. Ansonsten hat sie nichts Besonderes. Sie hat einige, außer den 1-2 haben sie schon. Sie hat ein paar Dinge und sie hat auch ein paar Zauber. Sie kann zum Beispiel ein Tier rufen. Hat auch ein paar Kampfzauber. Aber sonst, also es ist nicht, dass ich die jetzt dringend benötigen würde. Alle mal hergehört. Sie hat ziemlich viele Punkte, wie ich sehe, deswegen skill ich sie mal ganz kurz, auch wenn ich sie nicht benutzen werde als Bekleiderin. Ein bisschen skillen können wir trotzdem. Hat sie einen Bogenbau, dann können wir sie vielleicht als Bogenbau-Spezialistin in Zukunft nutzen. Dass wir halt quasi immer den Joss dann später für Alchemie, sie für Bogenbau und eine Folge für Schmieden haben. Da tausche ich sie halt immer aus, wenn es nötig ist, und dann natürlich von der Tatze. Und für mich das ein bisschen steigern. Bogen mal maxen. Da haben wir ja eh Pilgrim für. Aber ich steige da trotzdem noch ein bisschen was rein. So, ich gebe jetzt auch keine Ausrüstung groß. Weil komm, ich habe so viel Ausrüstung, ich kann ja eigentlich mal ein bisschen Ausrüstung noch zur Verfügung stellen. Auch wenn ich sie nicht spielen werde, soll ich nur für die anderen Quests mal mitnehmen. Dann seht ihr es aber auf jeden Fall auch mal. Sie auch sie braucht Sachen, mit denen sie halt noch zaubern kann. Ich würde sagen, komm, dann kriegt sie die Lani-Handschuhe. Sie kriegt Lederbeinschienen, sie kriegt eine rote Lederhose. Ja. So hutmäßig haben wir, glaube ich, für sie nichts. Wir könnten den Stoff, wir könnten den Spitzhut aufsetzen. Eigentlich ist er eher für Jost gedacht, aber komm. Gut. Dann haben wir sie jetzt mal ein bisschen equipped. Jetzt haben wir sie für die eine Aufgabe, nehmen wir sie jetzt mal mit. Also für die beiden Quests nehmen wir sie mal mit und dann hole ich mir wieder die Klettes danach. Da seht ihr sie mal trotzdem mal in Action. Und wir brauchen sie, wie schon gesagt, um diese Folge, den Quest jetzt annehmen zu können. In Zukunft werde ich sie eben nicht im Team haben. Das ist jetzt wirklich nur für diese beiden Aufgaben, die ich jetzt noch machen werde. Die es hier noch gibt, bevor wir es in dieser Hauptaufgabe machen. Und dann hole ich mich gleich wieder ins Team. Und ich werde sie jetzt wirklich nur im Haus lassen als Bogenbau-Spezialist. Als Bogenbau-Spezialistin. Und ja, der Jost ist dann später unser Alchemie. Spielt jetzt auch, wenn wir ihn nicht in die Gruppe nehmen. Und vorkommt der Einzelne, der bei unserer Gruppe bleibt. Und der ist dann Schmied. Gut. Seid gegrüßt, Entität des Seins. Ich hätte etwas betrübt, kann ich euch vielleicht helfen? Nun, es gäbe da etwas, doch ich würde euch nur damit behelligen, wenn es euch nicht Wichtiges umtreibt. Ich habe da eine Ladung seltener Holz aus Maraskan. Das sind besonders wertvolle Triebe des seltenen Tick-Tick-Baums. Ein sehr leichtes, flexibles bis weißes Edelholz. Meist des Bogenbaus könnte aus einem seltenen und begehrten langen Bogen elbischer Bauart herstellen. Ich bräuchte jemanden, der zum Hafen geht und sich über den Verbleib dieser Lieferung kündig macht. Ich schaue gerne eure Lieferung, werter Lauerin. Hab vielen Dank. Wir hätten auch unseren Pilgrim auf 12 im Bogenbau steigern können, dann hätten wir die Quest auch bekommen. Und man kann es auch bekommen, wenn der Elfe im Team ist. Ich habe mich aber dagegen entschieden, bei ihm Bogenbau zu skillen, sonst mache ich das stattdessen bei Kalala. So dass wir da wenigstens keine Punkte, Steigerungspunkte verlieren. Okay, wir müssen so oder so einen Hafen auch für die letzte Aufgabe, die mir noch einfällt, bevor es weiter mit der Hauptaufgabe geht. Deswegen werde ich jetzt auch mal schnurstracks zum Hafen.
Vorher werde ich aber noch was los. Und zwar den Kurzbogen. Eine Säbel. Ich mach das schon. So, dann gucken wir mal, was mit den Jungen ist. Ja. Da können wir die Munition Toren bei ihr erhöhen. Oh Gott. Seid ihr verrückt? Nicht weiter! Oder wollt ihr von diesem Monstrum gefressen werden? Beim Löschen der Ladung kam es plötzlich zwischen den Kisten hervor. Die Stadtwache ist bereits alarmiert. Wir halten es so lange in Schach. Boah, was für ein Biest. Ich bin hier, um ein Paket abzuholen. Also, das Mann, das kam mit Tick-Tick-Holz. Ui, da könnte wohl zu spät. Das Monster dort hat schon diverse Kisten gefressen. Einer von denen war auch diese Holzlieferung. Verdammt, das Holz jetzt in diesem Ding? Ihr dort, geht zur Seite. Das Problem ist, im Handtuch aus der Welt geschafft. Ihr wollt es euer Leben. Okay. Mandaya Ioi Banda. Wir haben ein beschworenes Wildschwein. So. Es greift an. Abhauen, Jungs. Auf einmal, ja. Yandra. So, seht ihr, wenn da laufen die Tiere auch mal. Das hat die Vorteile an ihr. Sie hat halt diese Tiere, die sie beschwören kann. Alle mal hergehört. Okay, und jetzt haben wir hier Max. Das haben wir bei der Kolle zum Beispiel nicht. Das ist schon mal bei ihnen Vorteil. Na klar, es hat ja auch andere Länder, wo man sich kümmern muss. Ich versuche mein Bestes. Machen wir mal einen gezielten Schuss. Roll das drin. Tick-Tick-Holz erhalten. Ja, da ist er jetzt eigentlich besser als wir. Sonst werde ich es übernehmen. Okay. Mal kurz selber heilen. Gut, aber der Kodala ist wenigstens einmal im Action gesehen. Es gibt aber noch eine tolle Aufgabe. Die haue ich direkt hinterher, weil sie direkt hier ist. Dauert auch nicht allzu lange. Und dann können wir nämlich schon in dem Part wahrscheinlich zum Richtung Festung Grimzahn ziehen. Herr Regulan Störrebrand will euch sprechen. Geht nur durch, er wartet schon. Oh, jetzt kommen wir rein. Vom Reden stehen wir natürlich in alle Kisten hier. Genau auf euch warte ich schon. Als erstes danke ich euch im Namen des Handelshaus Störrebrands für eure bisherige Leistung. Ihr seid jetzt offiziell ein Mitglied des Hauses. Leider habe ich auch gleich etwas für euch zu tun. Feiern müssen wir später. Was ist gegangen, der Mitglied des Hauses Störrebrands? Ist mir eine Ehre zu helfen. Was genau kann ich für euch tun? Ich habe gerade im Monat einen Kunde erhalten. Aus dem ganzen Bezirk erhalte ich Meldungen, dass die Übergriffe der Schwarzaugen auf den Mitarbeiter häufen. Ich muss fast so an, als gäbe das Haus Neisberg einen offenen Krieg mit uns. Wir müssen schleunigst handeln. Da schlagt die Vorregular. Einige unserer Arbeiter sind zurzeit noch im Hafenviertel unterwegs. Zum einen im flinken Frettchen, nahe der Anlegeplätze und in Richtung Romansheim sind auch noch welche unterwegs. Wenn ihr dort einen rechten Sinn könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Ja, bitte, ich kümmere mich darum. Sehr gut, nichts anderes habe ich von euch erwartet. Berichtet mir, wenn ihr für die Sicherheit unserer Arbeiter gesorgt habt. Ach, und falls euch irgendwelche Schwarzen mit dem Weg laufen, seid ihr nicht zu zimperlich. Ihr sollt spüren, dass sie diesmal eine Grenze überschritten haben. Okay, wir sind offiziell Mitglied des Handelshauses Störrebrands, bedeutet, alle Nicebacks werden uns nichts mehr verkaufen ab sofort. Und wir können aber auch bei den Störrebrands einen Bonus, also hier Rabatte kassieren. Herzlich. Da haben wir jetzt ein bisschen Rabatte auf ein paar von den Sachen. Aber er hat jetzt nichts, was ich brauche, deswegen ist es nicht so wichtig. Wir kaufen aber mal ein bisschen ungültigen Stuff.
Guck mal, kaum ist das Ganze mit Damen nur falsch in 1%, ey. Klar, das ist halt, macht halt viel inzwischen schon aus. Wo ich aber auch nicht von ihr überzeugt, aber ihr bestimmt gemerkt habt. Hat sie sich doch ganz gut gemausert. Komm, so viele Pfeile braucht keine Sau. Wir kaufen uns mal ein Stack. Das ist ja ein bisschen das Inventar des Händlers auffrischen mit allen Dingen. Okay, dann schauen wir mal an den drei Orten vorbei. Oh je, da haben wir schon einen killed. Direkt auf sie mit Gepull. Ja. Sanyasa, Fegona, alle meine Königin. Gute Entscheidung. Kuchum. Für Ardo. Oh, Würfel. Haben sie dabei. Ein Schauerbrand, aber da hat er erwischt. Sollte die mal im Kampf schulen, dann würden sie vielleicht sie fertig gemacht werden. Und die kippen einfach um, wenn man näher kommt. Ich sehe noch mal Kiste, die wir noch nicht mitgenommen haben. Nehmen wir so gleich. Ich mach das doch mal zum Angriff. Sei angroscht, Bart. Bei Angroschbart. Dann hat sich noch verabschiedet. Wieder ja, vorbeiläuft und sich kümmert. Na, ist jetzt einmal zu einer Kur kommst, der sollte sich nicht anlegen. Ja, aber jetzt auch so können wir umgelaufen werden. Für Ardo. Bei meiner Axt. Bei Angroschbart. Alle mal hergehört. Das ist eine ganz schöne Schlacht hier, ey. Ich mach das schon. Da entlang. Los. Mann, Quendale, die so schnell down, die ist echt, was das angeht. Fällt das wieder weniger aus, als sie glatt ist. Ich mach das schon. Okay, gut, alle sind weg. War ein Hinterhalt. Nice, Einbeinsaft. Gute Entscheidung. Nicht schlecht. Okay, dann gehen wir mal zu den letzten Mitgliedern. Die in Gefahr sind. Na, da liegen sie schon tot. Und keinen kümmert. Ja, ich nehme die Sache in die Hand. Wie sieht der Gegner wieder auf die Medaille rennen, ey? Na, das hat aber nicht geklappt. Ich sehe, ich halt voll kann auf Fankämpfe. So ist nicht ganz so schlimm. Aber im ersten ist ziemlich KI mehr auf das Ding aus, auf die Fankämpfe aus. Ich bringe das Holz zurück.
hätte gerne einen Bericht. Ich mach das schon. So, mal kurz die Mitarbeiter ein bisschen looten. Hier mal noch eine Kiste. Fest und Pass. Wie schaut es aus? Konntet ihr alle Übergriffe vereiteln? Das konnte ich. So schnell werden sie sich diese... Ja, könnten wir gar nicht mal tot. So schnell werden sich diese niederschwächigen Schwarzaugen nicht mehr an störgepanischen Arbeitern verkaufen. Ich bin begeistert, aber es habt ihr bewiesen, dass das Haus Störgepan auf euch zählen kann. Aber genug geschwätzt, natürlich gibt es auch eine Belohnung. Hier nehmt. Das wäre nicht nötig gewesen. Habt Dank. Habt ihr schon eine Idee, was das nächste zu tun ist? Noch nicht. Wer weiß schon, was diese Olivine in Iceberg als nächstes plant. Ich sollte dringend mit meinem Vater die nächsten Schritte überdenken. Kommt später wieder, vielleicht sind wir dann klüger. Nochmals danke für alles, was ihr für unser Haus getan habt. Wenn das alles vorbei ist, feiern wir zusammen. Versprochen. Ich mach das schon. Gut, dann gehen wir mal zurück und tauschen die Kleider mal schnell durch die Quedale aus. Haben jetzt auch die IP von dem Tick-Tick-Holz da bekommen. Quedale kann ruhig den Bogen behalten. Aber wie gesagt, ich brauche jetzt erstmal die... aufgenommen haben. Aber das lasse ich dann nicht. Die Ausrüstung kann sie, wie schon gesagt, behalten. Nun gut. So, die brauchen wir nämlich nicht mehr. Wir holen uns jetzt wieder die Kleidung. Denn da haben wir wieder unser Team vollständig. Alles ist gut, Antrag sagen. Also auch wenn ihr nicht der Meinung seid, dass man die nicht mitnehmen sollte, sondern ihr sie gerne beim Team seht, das ist das gut Antrag sagen. Jeder kann das Team so bilden, wie er möchte. So, und ihr habt wirklich diesem finsteren Gesellen das Diadem eurer Geliebten beschafft? Ja, schon. Aber ich tat es aus Liebe, weil ich ihr Leben schützen wollte. Nicht aus Habgier. Dennoch war sie enttäuscht. Ich hoffe, sie verzeiht mir eines Tages. Oh, wie niedlich. Ihr seid ja wirklich verliebt. Ich hoffe, ihr könnt ihr Vertrauen eines Tages wieder erlangen. Klar, sind Tranos, verstehen sich ziemlich gut. Haben wir so mehrere Gespräche zwischen den beiden im Laufe des Abenteuers, kann man sie belauschen. Aber ja, das war zum Beispiel eins. Gut, dann bringen wir dem Laurenleben mal eben sein Tick-Tick-Holz. Und dann kann ich euch sagen, haben wir alle Nebenaufgaben, die es im aktuellen Standpunkt gibt, gemacht. Dann geht's weiter mit den Hauptaufgaben. Alles klar. So, ich gebe jetzt mal ein bisschen mehr Punkte aus und gebe dir ein kleines Mal Gewandtheit. Dann kann ich nämlich gleich ausweichen 2 bei nennen, sobald wir genug Stärkungspunkte haben wieder. Und Gewandtheit kann ich das ganz gut brauchen, weil dann erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass den Angriff immer erfolgreich ausweicht. Ich steige ja nicht so gerne Eigenschaften, ab und zu muss man es aber machen, auch wenn es ziemlich teuer ist. Das habe ich bei Kleines eben jetzt gerade mal getan. Gut. Nicht nur das, ich habe sie gleich mitgebracht. Hier ist euer Holz. Nur da hoch. Ich bin froh, dass ich mein Holz noch bekommen habe. Könntet ihr auch herausfinden, weshalb die Lieferung nicht direkt zu mir gebracht wurde? Gab es ein Problem mit dem Zoll? Das ich gerade. Nur ein kleines Krabbenproblem im Laderaum des Schiffes. Die Lieferung an Bord hatte nichts weiter. Nun denn, hier eine kleine Anerkennung für euch. Ein wenig Tick-Tick-Holz und eine Anleitung zu Bau des besonderen Bogens, von dem ich euch anfangs erzählte. An den Erwin. Eine schwierige Anweisung, um einen Tick-Tick-langen Bogen herzustellen. Meine Meister sich an die Herstellung wagen. Der wird 15. Tick-Tick-Holz verbesserte Szene. Können wir nur einmal im ganzen Spiel erstellen. Ein wie 6 bis 9, das ist halt nicht schlecht. Keine Ahnung, wo man eine verbesserte Szene herbekommt. Aber gut, wir machen es eh jetzt mal keinen Bogenbau, deswegen ist es egal, aber die Belohnung können wir trotzdem nehmen. Damit haben wir auch diese Aufgabe abgeschlossen. Folgt mir.
Das ist 25 Punkte, wir kosten das. Ausweichen 2. 300, okay, ja. Na klar. Nun gut. Dann würde ich sagen, hätten wir alles gemacht, wir können dann aufbrechen. Mal gucken, ob ich noch irgendwas verkaufen muss. Ja, wir kaufen ein bisschen nochmal. Stick to Calls halte ich jetzt mal im Inventar. Gute Entscheidung. Da renne ich jetzt nicht mehr nochmal zum Haus zurück. Das ist zu lang der Weg. Da hatten wir ja durchgeguckt, ne? Hier hat nichts mehr. Dauert noch, bevor wir auch neue Zauber lernen können. Warum haben wir hier noch nie irgendwelche Mist verkauft? Den kriegst du das jetzt auf jeden Fall. Wir müssten den Bogen eigentlich doch von der Quintanabe zurücknehmen, sehe ich. Aber okay, egal. Ich benutze bei ihr wahrscheinlich nie einen Bogen hier bei ihr, deswegen, was soll das? Amazone voraus. Hauptcharakter. Ja, sieht doch, was behalten wir. Weil das halt das einzige Mal ist, dass wir den bekommen können. Und die 20 Pfeile brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt aufheben. Und klar, es dürfte nichts dabei. Gut. Das hätten wir. Na klar. Damit sind wir jetzt bei 500 anderen Dukaten, haben fast wieder die 600 voll. Die 200 habe ich fast schon wieder drin. Gut, ich würde sagen, dann machen wir uns im nächsten Part dann auf Richtung Burkrimzan. Unser Team ist wieder vollständig. Wir haben alles soweit geskillt. Alle jetzigen Steigerungspunkte, die ab jetzt erhalten werden, gespart. Und ich würde sagen, danke fürs Sehen, bis zum nächsten Mal, macht es gut, wenn wir dann geschumpt Burkrimzan ziehen. Bis dahin. Ciao.